Hallo zusammen, herzlich willkommen hier auf der Spieleflut. Ich bin der Zwiebelpeter und wir stehen, wie ihr unschwer erkennen könnt, vor dem Brandenburger Tor, sind kurz davor, dieses zu besteigen, um dem bösen Wolf seine gerechte Strafe zukommen zu lassen. Huch, Maus spackt. Das heißt, wir haben eine schöne Kugel für ihn dabei. Eine von unseren, die wir im Lauf bzw. noch in der Tasche haben. So, wir müssen jetzt erstmal hier hin. Und dann geht's aufs Brandenburger Tor. Okay, in 49 Metern gehen wir mal hier hin. Du lauf doch mal, Junge. Können wir eigentlich auch mal diesen hier? Geht der halt ein bisschen schneller? Achso, ich muss ja mal gucken. Vielleicht Thompson wäre ein bisschen geil. Da habe ich nämlich nicht mehr so viel Muni dafür. Nee, Wellrat ist doof. Will ich nicht. So, ab geht's ins Brandenburger Tor. Ins Treppenhaus des Brandenburger Tores. So, was liegt denn hier rum? Ach, ein Stinkefuß. Und ein Goldbarren. Krass, hier guckt erstmal ein Fuß raus. Ja, heftig. Da liegt auch noch einer. Was guckt da raus? Ein Arm und ein Fuß. Ein Arm und ein Fuß, so rum. Ah, guck an, da ist er ja. Tolle Frisur hat er. Olle Hackfresse. Okay, jetzt müssen wir uns hier, glaube ich, ein bisschen beeilen. Weil der Typ ja dann irgendwie auch gleich fährt. Also losfährt. Nur steigt da hoch, Freund. Beeil dich, beeil dich. Ja, wie denn? Okay, okay, okay. Jetzt bloß nicht runterfallen, bloß nicht runterfallen. So, jetzt einmal da hoch, bitte. Da ist er ja. Alter, wo fährt er denn? Okay, den... Ich sehe nichts. Geil, ich hab ihn. Jawollo. Bam. Junge, Junge. Oh, der Herr hat einen undulierten Blick. Die Schlacht von Berlin endete um 8.23 Uhr am 2. Mai 1945, als General Weitling die Kapitulation der deutschen Streitkräfte General Schulkow von der Roten Armee übermittelte. Wenig später war der Krieg beendet, aber schon begann ein neuer Krieg, der Kalte Krieg. Und ich war sein erster Soldat. Einmal Soldat, immer Soldat, wa? Ja, das ist ja jetzt Quatsch, wenn ich diese Folge einzeln rausbringe. Deswegen hänge ich die trotz Ab- und Anmoderation jeweils noch zusammen. Das ist ja dann Blödsinn. Wir gucken mal, wie lange der Abspann geht. Auf jeden Fall vielen Dank, liebe Freunde, dass ihr mit dabei wart auf diesem kleinen Feldzug, Rachezug, wie auch immer. Dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat beim Zugucken und vielleicht euch auch ein bisschen erfreut hat, wie ich dann ab und zu mal hier so ein bisschen in den Moostopf gegriffen habe. Ich habe es zwar schon mal gespielt, ich fand es aber auch beim mit euch zusammen nochmal durchspielen echt toll, hat super Spaß gemacht. Vor allen Dingen mittlerweile... aufgrund des Alters des Spiels kann man es ja eben auch in den besten, höchsten Settings fahren, ohne dass es hier gleich irgendwie alles einbricht und alles irgendwie hakelt und ruckelt, weil ich fand es also optisch wirklich sehr, sehr schön, hat mich echt angesprochen. Auch so diese ganzen, wie ich es ja schon mal gesagt habe, so diese einzelnen Rauchpartikel oder Rußpartikel und also diese Details dann teilweise auch so und diese Fensterläden, die so klappern und Lichtspiele verursachen. Also das, die Details fand ich wirklich schon sehr gut und ja, hat, wie gesagt, mir sehr viel Spaß gemacht, das durchzuspielen. Und es ging jetzt dann doch schneller, als ich dann letztendlich irgendwie auch dachte. Besonders die letzten drei Folgen so. Ja, und was kann man im Abspann noch sagen? Ihr könnt ja gerne mal unter das Video, unter die Videos noch schreiben, wie euch es denn überhaupt so gefallen hat. Und was ihr euch denn vielleicht mal wünschen würdet, das wäre ja auch mal eine Idee. Ob denn in der Tat jemand von euch schreiben wollen würde, was ihr euch denn wünschen würdet, was wir vielleicht mal spielen.
Liegt natürlich, muss man ganz dazu noch sagen, dann aber immer noch in unserem Ermessen, ob wir es oder in meinem Ermessen, wenn ich jetzt mal nur von mir und meinen Videos spreche, was ich denn dann in der Tat dann auch spiele. Weil es gibt Spiele, die interessieren mich überhaupt nicht und einfach Spiele, die auch teilweise viel zu lang sind und so eine Mammut- und Endlosprojekte werden, wo ich dann immer so ein bisschen vorsichtig mit bin. Aber ich würde mich echt freuen, wenn ihr mir mal ein Spiel also vorschlagen würdet, was ihr denkt, wo ich euch gefallen könnte im Let's Play. Also man hat mir ja schon mal gesagt, ich aufgrund meiner beruhigenden Art, meiner Stimme, wie auch immer, würde ich mich sehr gut für irgendwelche Strategie- oder Oldschool-Spiele oder so eignen. Ja, aber fand ich mal sehr interessant, sowas zu hören. Deswegen spiele ich den Ball nochmal in eure Hälfte. Und überlegt, macht euch mal eine Idee vielleicht, wenn ihr Lust habt, würde ich mich sehr darüber freuen. Und macht mal Vorschläge, was ihr euch von mir geletzplayt sozusagen vorstellen könnt. Und wie gesagt, ich weise es noch, ich weise noch mal drauf hin. Es ist also kein 100 Pro, dass ich es dann auch tun werde. Aber ich würde mich echt über Ideen freuen. Da bin ich gespannt, was da kommen wird oder würde. Und dann kann man dementsprechend ja mal gucken. Ganz wichtig natürlich, wie man auch gerade sieht, die japanische Übersetzung, wer die gemacht hat, wird alles hier erwähnt im Abspann. Und ja, was kann man noch sagen, dass die Musik aktuell sehr schön ist, wie im ganzen Spiel übrigens auch, aber teilweise sehr laut war. Und sonst so? Jo. Ne? Seid ihr eigentlich bei Abspannen jemand, der im Kino sitzen bleibt oder aufsteht? Also, sobald der Abspann läuft. Ich bin halt jemand, der, je nachdem wie der Film war, auch gerne den Abspann noch guckt, weil er gehört ja irgendwie zum Film dazu. Bei manchen Filmen ist es mir, da bin ich dann froh, wenn der Film zu Ende ist. Im Kino man sich ärgert, dass man Geld ausgegeben hat und dann bleibe ich nicht nur sitzen, solange bis der Abspann läuft. Muss man ja auch mal sagen. So, fällt mir nur gerade so ein, wo wir gerade beim Thema Abspann sind, nicht wahr? Ja, dann können wir den ja nochmal durchlaufen lassen, kriegen wir auch die Folge ein bisschen voll. Dann splitte ich die vielleicht doch nicht, also hänge ich die vielleicht doch nicht dran. Ach, das ist alles so aufregend. Das sind die kleinen Sorgen eines Let's Players. Wahrscheinlich interessiert euch das in feuchten Kehricht, wie die Folgen, ob zusammen und nicht und wie auch immer. Aber naja. Man möchte euch ja gerne daran teilhaben lassen. Was man so denkt, was man plant, was man meint, richtig gemacht zu haben und wo man niemals dran denken möchte, dass es doch eigentlich totaler Käse war und falsch. Ja, philosophische Ergüsse. Jetzt ganz wichtig hier das Quality Assurance Team. Die Qualitätssicherung, ja, habt da gute Arbeit gemacht. Jeder von euch hat wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Aha. Krishna, Das gute Bing-Video und natürlich selbstverständlich Dolby Digital, ja. Und natürlich ganz wichtig, ja, dass die Charaktere und die Umstände dort alles erdacht sind und sämtliche Ähnlichkeiten zu aktuellen oder verstorbenen, lebenden Personen sind totaler Zufall. Das war nie gewollt. So, liebe Leute, das Spiel ist vorbei. Danke nochmal, dass ihr mit dabei wart und ja, guckt demnächst auch wieder rein. Es gibt viele neue schöne Sachen und wir sind ja alle authentisch dieses Jahr. Waren wir immer schon, sind es aber jetzt noch weiter. Ich wünsche euch was. Habt ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, einen schönen Wochenstart. Whatever, wann ihr euch dieses Video anguckt. Habt ein schönes Leben. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss.